Ich meine, wenn du nur streamst ausschließlich, dann kommst du wahrscheinlich nicht weit. Und deswegen, als Content-Creator stehst du ja schon richtig. Das heißt, du füllst im Prinzip das Internet mit Content. Ja, ich habe einen Podcast neben dem Stream, dem täglichen Stream. Gucke, dass ich jetzt auch wieder vermehrt auf YouTube Gas geben kann, weil es ist einfach eine Plattform, die zwar jetzt, du wahrscheinlich nicht mehr groß werden wirst, aber zumindest kann man da auch so kleine Samen streuen. Wenn nur der Richtige ein Video guckt und dich gut findet und dann vielleicht am Stream einschaltet und da sich vielleicht auch so entwickelt, du weißt es nie. Liebe Freunde und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eine Runde mit. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast dabei und es freut mich, ihn auch hier begrüßen zu dürfen. Schön, dass du Zeit hast. Freckstube, einen wunderschönen. Mein Lieber, schönen guten Tag, wie geht's dir stets? Alles im Lot? Max, wenn ich deine Stimme höre, dann geht mein Herz auf, das weißt du doch. Kingdom Calling damals zusammengecastet, schon, wie lange kennen wir uns jetzt schon? 3 Jahre? Das ist schon einige Jahre. Ich glaube, wir haben uns ja schon deutsche vor CS schon und deiner Zeit, also echt lange auch, weiß gar nicht. Ich glaube, wie das damals mit EPW irgendwo anfing, irgendwo 2015 auf der ESL One Cologne das erste Mal irgendwo bewusst gesehen. Jetzt aber erstmal, bevor wir uns da wirklich über alte Zeiten austauschen, Max, wer dich nicht kennt, hat erstmal was verpasst irgendwo im Valorant-Bereich. Aber für die Leute ganz kurz, wer bist du, was machst du? Ja, hi, ich bin der Max, ich auch bekannt als Frackstube im Internet oder Frackstube, wenn ihr Englisch sprecht. Ich bin selbstständig, habe einen Stream, der täglich läuft, außer am Wochenende. Und das mache ich so hauptberuflich. Nebenbei habe ich ein paar kleine Nebenprojekte wie einen Podcast oder ein bisschen YouTube und. Und zocke da hauptsächlich, also auf dem Stream, Valorant. Und daher kennt man mich vielleicht. Daraus werden dich wahrscheinlich auch die meisten an dieser Stelle kennen. Bei Agents Range kann man dich, denke ich mal, jetzt auch schon des Öfteren gesehen haben. Du hast sehr, sehr oft bei uns bei den kleineren Cups gemacht. Wir haben Kingdom Calling, habe ich gerade gesagt, schon zusammen gecastet, was ja auch ein richtig, richtig geiles Ding ist. Vielleicht um das Ganze von vorne mal aufzurollen. Wie bist du eigentlich zu Valorant gekommen? Weil du warst einer der Ersten, die Valorant in die Hand bekommen haben tatsächlich, ne? Ja, das war crazy. Also da war ich selbst überrascht. Ich muss ganz, ganz vorne fahren. Eigentlich habe ich ja immer Counter-Strike gespielt und mag ich auch immer noch nach wie vor, eines meiner Lieblingsgames überhaupt. Und auch auf dem Stream. Und ich wurde dann ganz unverhofft von Riot angeschrieben, ob ich Valorant vorab testen will. Und ich war total perplex und verwundert, weil eigentlich dachte ich so, ja gut, du bist eine kleine Wurst auf Twitch. Wieso sollen die denn dich fragen und nicht irgendwelche großen Streamer? Mhm. Ja, und dann habe ich in der Retro-Press, also dann, die haben mich einfach gefragt und ich habe gesagt, natürlich gerne. Zumal ich einer derjenigen war, die am Anfang, weil ich also CS-Befürworter war, total kritisch war. Gesagt habe, erstmal abwarten, alle sagten, ja, das neue Counter-Strike wird das werden, Valorant wird alles ablösen und so, ja, mal langsam, mal gucken. Aber so. War's vielleicht genau deswegen, dass man da gesagt hat... Nee, glaube ich nicht. Weißt du, was der Grund war? So eine Retrospektive sagt man. Was der Grund war? Ich glaube, der Grund war wirklich, dass ich Glück hatte, einfach nur Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Denn im Monat zuvor diesen Jahres, als es rauskam, habe ich zufälligerweise einen Startseitenslot auf Twitch gehabt. Wie das funktioniert, ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall hatte ich 2 Stunden in der Woche, wo ich dann auf der Startseite bin. Wenn du auf der Startseite von Twitch bist, hast du zeitweise einen extremen Zuschauerzuwachs. Das spiegelt sich natürlich in den durchschnittlichen Zuschauerzahlen wieder. Und das wiederum war sicherlich, also so glaube ich, ich weiß es nicht, die Bemessungsgrundlage für Riot, mich auszuwählen. Ich glaube, wir haben... Ich glaube, er musste mal eben die Katze füttern oder sowas. Unseren AFK. Also im Endeffekt warst du ziemlich viel Glück, dass du im Endeffekt das heute machen kannst, was du machst. Ist es korrekt jetzt umschrieben? Nein, also ich sag mal so, ich hätte so oder so Valorant dann gespielt, weil mittlerweile kann ja jeder spielen, ist frei zugänglich. Mhm. Ich finde es ein super Spiel, gar keine Frage. Was ich aber mit Glück gehabt habe, war, als der Valorant-Hype dann da war, waren halt ein paar mehr Augen auf mich gerichtet, die ersten, ja, 2 Monate oder so, kann man vielleicht sagen. Mhm. Und da gab es einen ziemlichen Twitch-Zuschauerschub und ja, Aufmerksamkeit für mich in gewisser Weise. Und das war natürlich dankend angenommen, also absolut cool. Und dadurch hat man sich auch mit Leuten vernetzen können, mit denen man sich nicht vernetzt hat. So wie auch wir wieder dann unseren Kontakt aufgefrischt haben, würde ich sagen. Mhm. Mit allen anderen, sei es Kollegen aus der Szene, aus anderen Games, mit denen man sonst nichts zu tun hatte. Und das war echt eine klasse Nummer. Und ich glaube, das war so mehr oder weniger die schöne Blume, die aus der Saat Valorant entstanden ist, könnte man sagen. Und und das war dann der Grund dafür. Sonst wäre ich vielleicht jetzt nicht hier mit dir und würde dich interessieren. Kann ich mir so vorstellen. Ah, guck mal, so spielt halt das Leben, ne, in dem Moment. Ja, absolut. Einfach wunderbare Sachen, die dann irgendwo kommen. Oh, der hat einen Headshot, der kleine Hase. Ach da, du bist... Okay. Ich bin hinter dir. Wir können mal auf Refrag rumgehen. Willst du vor? Schick dich vor. Hinten ist, ja. Ja, der Jack ist smoked. Komm, der Jack ist smoked. Komm nicht durch. Ich stelle dich durch. Vamos. Backside, Quad, hinten drin. Und unten an der Treppe ist die Jet. Ja, ich weiß. Jet in der Smoke. Smoke ich raus. Ich push ihn unten.
Junge, ich wurde von hinten geholt. Die Jet ist fast down, der Sova hat 135. Der Sova, was, der tanzt an der Stange, Alter, dieser Sova. Ich würde jetzt aber wieder 5000 Assists bekommen und keiner macht irgendwas, ne? Von wegen Kontakt aufgefrischt. Jetzt bereue ich so ein bisschen direkt. Ja, Max, auf, wenn jetzt, du machst es ja, du machst es Vollzeit, ne? Wenn ich das richtig, also streamen, ja. Content oder ich nenne es mal mittlerweile Content Creator, weil das Ganze über das normale Streamen ja gefühlt auch schon mittlerweile rausgeht. Ne? Was machst du denn noch, außer zu streamen? Du hast einen Podcast? Ich denke, also um das nochmal, ja genau, um es nochmal ganz klar zu sagen, also ich meine, wenn du nur streamst ausschließlich, dann kommst du wahrscheinlich nicht weit und deswegen als Content Creator stehst du ja schon richtig. Das heißt, du füllst im Prinzip das Internet mit Content, ja? Ich habe einen Podcast neben dem Stream, den täglichen Stream, gucke, dass ich jetzt auch wieder vermehrt auf YouTube Gas geben kann, weil es ist einfach eine Plattform, die zwar jetzt, du wahrscheinlich nicht mehr groß werden wirst, aber zumindest kann man da auch so kleine Samen streuen. Wenn nur der Richtige ein Video guckt und dich gut findet und dann vielleicht am Stream einschaltet und da sich vielleicht auch so entwickelt, du weißt es nie. Aber ja, einen Podcast habe ich, um das kurz zu stellen, hin und wieder caste ich jetzt auch vermehrt mal Matches. Wir haben auch schon öfter die Ehre gehabt, auch in die Richtung geht es so ein bisschen. Und und ich versuche auch vermehrt so ein bisschen irgendwie meine Stimme einzusetzen, sei es eben über Podcasts, über Talkrunden, über was auch immer so ansteht. Ne? Also alles, was geht, nehme ich mit. Social Media ist auch ein Thema, was man nicht vernachlässigen darf, was auch durchaus Zeit fressen kann. Ne? Mhm. Also man nimmt alles mit, was geht, so ungefähr. Also dementsprechend. Ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen auch, das Wichtigste ist, dass man sich nicht nur auf eine Plattform verlässt und sich abhängig quasi macht. Absolut, ja. Und das ist gar nicht mal so einfach, gerade wenn du auf einer Plattform da eine größere Anzahl an Zuschauerschaft, Followerschaft, wie auch immer man es nennen möchte, hast, ist natürlich schwierig, die woanders hinzubringen oder zu bewegen. Ist auch so, weil guck mal, wenn jetzt hier, bei mir ist es zum Beispiel, und wenn ihr jetzt misst, ich misst bei uns oder irgendein random Joint rein, sagt ein böses Wort on the stream oder und das passiert ein paar Mal oder irgendwie, ich bin unvorsichtig und irgendwann bin ich aus irgendeinem dummen Zufall gebannt, ja, oder mach Mist oder mir fällt die Hose im Stream aus Versehen. Weißt du, weil der Gürtel nicht hält oder so. Ich weiß nicht, aber irgendwas passiert und du bist gebannt. Dann bin ich arbeitslos, so gesehen. Ne? Und das ist ganz, ganz schwierig. Und deswegen muss man da aufpassen, Auswegmöglichkeiten haben und so weiter und so fort. Hast du irgendwas, also das ist eine Frage, die ich auch immer den Gästen stelle, weil die, glaube ich, sehr, sehr interessant sind und die Varianz auch zeigen, was auf Twitch oder im Valorant-Universum irgendwo unterwegs ist. Was hast du sonst gemacht oder was hast du vor Twitch gemacht als Content-Creator? Ja. Ja, genau. Also das ist natürlich klar. Und das sage ich auch jedem vielleicht jungen Zuschauer. Ich denke nicht, dass man sagen kann, nach der Schule oder sogar nach der Schule auf der Abbruch, ich sage so, ich werde jetzt Streamer, ich werde jetzt YouTuber, ich werde Content Creator, ich werde Influencer. Das geht nicht. Also das geht, wenn sich die Gelegenheit bietet, vielleicht irgendwie, würde es keinem raten. Ich denke, man sollte immer die Schule beenden oder irgendwas beenden, dass man es in der Hinterhand hat. Und das habe ich auch getan. Also bevor ich jetzt mich selbstständig gemacht habe mit dem Streaming oder mit als Content Creator, sagen wir mal, das war Mitte 2018. Das heißt vor etwa 1,5 Jahren. Davor habe ich das immer abends gemacht, neben meinen anderen Beschäftigungen. Die nämlich waren, mein Studium zu beenden. Ich habe einen Master gemacht in einem Fach, das nennt sich Leadership in the Creative Industries. Kurz gesagt, es war ein englischsprachiger Studiengang, wo ich im Bachelor ein Video, schrägstrich Filmstudiengang, absolviert habe. Und im Master ging es dann darum, verschiedene Medienformate zu verbinden und daraus Geschichten zu erzählen, Storytelling zu machen. Das heißt, sowas wie Webisoden, also vorproduzierte Web-Stories, Filme eben, die dann zum Beispiel interagieren mit einem interaktiven Gerät, so wie dass es zum Beispiel fiktive Charaktere auf einer Social Media Plattform geben, die dann wiederum die Story fürs nächste beeinflussen können oder dass du Real Life Events eingebaut hast. Dazu baust du noch vielleicht eine Smartphone App, mit der du dann irgendein nächste Story Elemente freischalten kannst und so weiter. Das Ganze ist ein bisschen interaktiver, ähnlich wie so ein Alternate Reality Game, wenn du das kennst, aber das Ganze eben über verschiedene Medienformate hinweg. Das nannte sich dann transmedial, also nicht Crossmedia, sondern transmedial. Aber es ist ja etwas, was du irgendwo, also auf jeden Fall das Wissen, was du da erlangt hast, in Verbindung mit dem bringen kannst, was du hier heute machst, ne? Absolut, also ich kann viele anwenden, gerade die Videogeschichten, die ich gerade im Bachelor so gemacht habe. Also Filmschnitt, wie erzählt man eine Geschichte in Bildern und, ne? Also all diese Sachen, die kann man sicherlich verwenden. Und das Ganze habe ich dann sozusagen verbunden mit meinem, ja schon lange Jahren, ja, wie sagt man, langjährigem Hobby, ich kann auch nicht sprechen, langjährigem Hobby, nämlich dem Daddeln, dem Zocken. Und das habe ich ja schon leidenschaftlich gemacht, seit ich 13 bin, also jetzt auch schon ja bald 20 Jahre. Und ja, da habe ich gedacht, verbindest du das beides, ne? Aber habe auch wirklich, um das nochmal klar zu sagen, nicht gesagt, ja, so, ich schmeiße jetzt alles hin, werde jetzt hier Streamer oder Content Creator. Ich habe halt nebenbei mein Studium gemacht, dann habe ich in einer Agentur gejobbt, dann habe ich noch beim Fernsehen Kabelträger gemacht und abends dann immer. Tatsächlich, dann von du hast Kabelträger?
Ja, ja. Das also das nennt sich Kabelhilfe, Produktionsaustausch. Du machst halt noch andere Job, als nur aus einem Kabel tragen. Aber davon tragen, welche das, Produktion ja. du da eingespannt warst. Vielleicht ist da ja auch irgendwas dabei, was auch ein kleines Gesprächsthema nochmal bietet. Ich habe viele Produktionen gemacht. Ich habe beim Hessischen Rundfunk, also beim Hessen-Fernsehen gearbeitet. Wo kommst du ursprünglich? Ich komme aus in der Nähe von Frankfurt am Main. Das ist, Frankfurt am Main eben, ne? Ja. Und da bin ich geboren in einem Städtchen, das nennt sich Bad Soden am Taunus. Und ja, und da in der Gegend dann aufgewachsen. Und jetzt wohne ich mittlerweile in Darmstadt. Auch hierher gekommen wegen dem Studium damals. Und jetzt bin ich hier geblieben. Kurz gesagt, also jetzt habe ich Produktion gemacht beim Fernsehen. Alles, wo ich eingespannt wurde, die haben auch manchmal Sachen, Karte gemacht, Konzerte, Faschingssitzungen, aber ganz, ganz viel. Und das meiste war dann sowas wie Wettersendungen, sowas wie die irgendwelche Talkshows, Titel, Themen, Thesen oder wie es heißt. Dann gibt es auch so Fußballsendungen oder Sportsendungen wie Heimspiele. Also alles, was da produziert wurde, eigentlich für jede Sendung, ich war in jeder Sendung bisher, Lotto, Zahlenziehung, alles Mögliche. Und und dann bist du halt dort vor Ort, machst entweder den Teleprompter, drehst den Teleprompter für den Moderator, ne? Das ist interessant, dann kriegst du auch ja natürlich die, wenn du die Offline-Produktion zum Beispiel bei Freaks 4 Jugend siehst oder halt, ne, dementsprechend Agents Range oder 19 Damage, dann kriegst du ja auch direkt den Vergleich mit. Das interessiert mich jetzt auch gerade mal. Ja, hab ich. Pass auf, wie ist das, wie sind solche Produktionen im E-Sport? Auf nationaler Elite im Vergleich zum Fernsehen. Sind die irgendwo anders? Worin unterscheiden die sich halt? Jetzt muss ich aufpassen, wenn ich sage, du rettest mich Knochen hört sicherlich Knochen, bitte hört einmal eine Sekunde weg. Nee, ich meine jetzt nicht, ob negativ oder positiv, sondern von der Mentalität der Leute würde mich das sehr interessieren. Oh, das ist so schwierig, was du mich fragst. Also ich habe jetzt nicht so viele Produktionen im E-Sports miterlebt. Das, was ich miterlebt habe, waren eher kleinere Produktionen oder auch das, was wir gemacht haben, wo ich sagen würde, das ist vielleicht so eine medium-große bis kleine Produktion mit Agents Range, würde ich behaupten. Also so große Produktionen wäre sowas wie meiner Meinung nach ESL-1 oder eben dann schon ein großes Ding, ne? In Köln oder so, wo dick aufziehen. Oder du hast ja auch schon große mitgemacht, dieses PUBG, PGI in Berlin damals, ne? Ja, also beispielsweise das. Es kommt drauf an, also ich sag mal so, die fahren nochmal krasser auf, die Gelder, die wir zahlen, die GZ-Gebühren zahlen wir nicht umsonst und die haben halt die großen Fernsehpumpen, die haben halt überall als XXL, könnte man fast sagen, im Vergleich. Also die haben dann halt vorgefertigte Trucks, die extrem groß sind. Da sind dann 3-4 Fernsehpumpen drin mit allem, was du dir vorstellen kannst. Dann werden die Kabel hunderte von Meter lang aus dem Truck gelegt. Dann gibt es noch einen Sendetruck, wo das Schnittding drin ist, das Büro und so, wenn es denn mobil ist. Und wenn es ein Studio ist. Gefühlt schon wie bei der Gamescom. Da hast du ja auch ganz, ganz viele mobile Trucks einfach weiter. Genau das ist das. Das ist aber für Außenproduktionen, ne? Wenn du aber im Studio bist, dann gab es natürlich mehrere Studios. Und ich kenne zwar die Freaks 4 You Studios, aber die sind halt, das ist sozusagen. Also ein kleines Studio im Vergleich des Freaks Studio, ne? Oder die Freaks Studios. Aber das ist natürlich halt krass Hallen, trotzdem, wie unterschiedlich das noch ist, ne? Wie ich die neuen Freaks Studios zum Beispiel gesehen habe. Kennst du die neuen Hallen schon? Hast du die Wurst schon mal durchgeführt? Das ist da, wo auch RAN eSports gemacht wird. Genau, ne? Richtig. Da war ich nur von außen, ehrlich gesagt. Ich habe die Größe der Halle von außen gesehen. Musst du mal sehen, also das ist für einen deutschen Bereich. Innen weiß ich es nicht. Jetzt zieht einfach durch. Also kurz gesagt, die Technik steht dem nichts hinten dran. Also Technik ist auf einem Level, würde ich behaupten. Wenn nicht sogar bei euch oder bei Freaks oder bei solchen E-Sports-Produktionen wahrscheinlich sogar moderner, weil die da teilweise veraltet ist. Teilweise aber auch nur. Aber die Größe ist halt immer so eine Sache. Ne? Die können halt richtig auffahren. Die haben die Gelder dafür und ab geht's. Deshalb, was nicht heißt, dass jetzt der E-Sports nicht das Geld hat. Aber ne, die gibt's halt, das sind Institutionen, die sind jahrelang schon dabei, also Jahrzehnte, wenn nicht sogar länger. Ne? Ja, mich interessiert es halt einfach nur, weil du diesen Blickwinkel nochmal auf eine ganz andere Perspektive hast. Ja, also es ist ähnlich. Für mich ist alles nichts neu gewesen. Also ich sag mal, eine Kamera mit einem Teleprompter, das ist mir wurscht, egal ob die Kamera mit oder ohne ist. Ich glaube, kann mir vorstellen, dass der ein oder andere dann aufgeregt wird, oh, ich muss einen Teleprompter lesen. Ist mir alles wurscht. Ne? Also ich meine, ich habe den ganzen Schlunz durch Studium, durch meinen Job und so. Ich habe so viel bei Produktionen, Filmproduktionen mitgemacht. Es beeindruckt mich mehr. Ich war in Hollywood tatsächlich sogar eine Zeit lang. Weil da habe ich ein Praktikum gemacht, / Job, gearbeitet. Da war ich sogar mal auf einem Hollywood-Filmdreh. Ganz ehrlich, am Ende sind alles Menschen, es juckt keinen mehr, wer du bist, wie groß alles ist oder was. Am Ende geht es um ein Produkt, um kollaborativ, was du da am Ende machst und willst ein schönes Ergebnis haben. Fertig. Also das beeindruckt mich, will ich damit sagen. Falls das die Frage hinter war. Dir ist, ja, das ist, das ist im Endeffekt die Frage sogar noch weiter ausgeführt, als ich das ursprünglich im Kopf habe. Ich bin ein alter Schwafler, weißt du doch. Aber die Ursprungsfrage war ja eigentlich so, was hast du sonst noch gemacht? Aber das ist halt wirklich...
so interessant ist, besonders auch in Bezug auf Valorant, auf dieses ganze Internet-Ding. Ich nenne es jetzt einfach mal das Internet-Ding. Hallo Leute, ihr seid hier im Internet. Überrascht mich, wusste ich zum Beispiel selber nicht, aber das ist sehr, sehr schön. Jetzt aber Max, mal Butter bei den Fische. Du spielst jetzt mal kein Valorant. Du hast mittlerweile dein Hobby zum Beruf gemacht, hast jetzt aber mal einen freien Tag. Wo sehen wir den Max in Zivil? Normalerweise. Auf jeden Fall nicht am Rechner. Absolut nicht am Rechner. Ich werde oft gefragt, ob ich am Wochenende da und da mal noch eine zocken will auf Stream. Wenn ich nicht streame, bin ich nicht am Rechner. Ich versuche wirklich, dieses Work-Life-Balance klingt natürlich irgendwie cringy oder so, aber es ist so, ist es doch schon ein Punkt, finde ich. Es ist wichtig. Und ich versuche dann abzuschalten, bin am meisten mit der Freundin, die braucht nämlich auch Zeit, also mit mir. Das ist ja auch so ein Thema, ne? Gerade bei so einem Job, den ich habe, dass da alles unter den Hut zu bekommen, ist schon mal auch eine Hürde. Aber ich versuche mit der Freundin was zu machen, was auch immer anstehen mag. Wenn es auch nur unter Couch flitzen ist, ein paar Filme gucken, Serien gucken, was auch immer, irgendwas Cooles machen. Jetzt, wo Corona ist, ist eh nochmal eine ganz andere Geschichte. Da kannst du nicht viel machen, aber sonst. Ich bin auch sehr musikinteressiert. Ich habe lange, lange in Bands gespielt und mache das auch immer noch sehr, sehr gerne. Nein, ich habe nicht gesungen, das ist wahrscheinlich die nächste Frage. Ich habe Schlagzeug gespielt, manchmal einen Background-Gesang gemacht. Also, kurz gesagt, ja, Musik ist so ein Thema, wo man nicht gerne sehen könnte. In Bands Musik machen, ja, sowas ist wahrscheinlich mein Hobby. Oder dann eben ein bisschen chillen, Abstand vom PC auf jeden Fall bekommen. Und wenn es Corona wieder zulässt oder die Situation, dann auch gerne mal raus mit Freunden treffen, so was man eben macht. Alles nass nachholen, was ich nicht machen kann, wenn ich live bin oder irgendwie so beschäftigt bin. Ne? Das ist lustigerweise konträr zu dem, was ich von Kiki gehört hatte. Ich hatte mit ihr ja auch schon eine Folge gedreht. Und sie ist zum Beispiel jemand, der auch dann spielt, in dem Moment, wo sie nicht am PC ist, weil sie einfach das Ganze natürlich auch beruflich, wie du machst, ne? Aber auch sehr, sehr gerne einfach mal auch eine Runde zwischendurch daddelt. Da siehst du aber die wirklich verschiedenen Ansätze, wie die Leute wirklich mit ihrem Hobby oder mit ihrem Job in dem Moment umgehen. So. Ja, also ich denke, ich schicke den Hals irgendwie mit dir zu Hause. Ich krieg ja schon Ärger, wenn ich abends im Bett liege und ich immer noch Discord antworten, irgendwelche Twitch-Wiss, was irgendwelche E-Mails beantworte. Pass auf, das geht ja immer noch weiter, das Ganze. Ganz, ne? Ganz wichtige Frage, weil bei Kiki hatten wir das Thema Sonics, dass er natürlich da total auch selber drin ist. Wie ist das bei deinem Partner? Ist er da ist sie da in diesem Game drinne? Sie weiß, also, soll ich das erklären? Es ist natürlich eingangs eine Hürde. Find mal eine Frau, die dich unterstützt in dem, was du machst, und du sagst ihr: Ich zocke. Ich daddel, ich spiele Computerspiele. Und ich kriege Geld dafür. Als Beruf. Und ja, so in etwa. Ne? Natürlich hat sie mittlerweile über die Zeit, wo sie mich auch unterstützt und supportet, gecheckt oder zu schätzen und gelernt, dass es doch eine Arbeit ist. Und dass es viel ist auch sein kann. Das ist eine Selbstständigkeit. Das heißt, du bist ständig selber. Und du hast ständig auch irgendwie zu tun, gewisserweise. Beschwer mich nicht, bitte verstehe mich nicht falsch, ob ich das ja selber ausführe und so. Aber es ist doch für jemanden, der damit nichts zu tun hat, keine Berührungspunkte hat, der denkt, ja, Das kennt man von der PlayStation oder von Super Nintendo. Du sitzt da und zockst. Ja, wie kann das irgendein Job sein, ein Beruf sein? Das ist halt nicht das Gleiche. Nein, und was hinten dran steht, die ganzen Vorbereitungen, die Content Creation, Videos schneiden, E-Mails, Büro, Steuern, Schlag, was nicht alles, ne? Das sieht ja keiner und das will auch keiner drüber sprechen, aber es ist viel Arbeit, die da ansteht, ne? Dass das überhaupt zustande kommt, was du machst, ne? Und so, und das frisst manchmal viel Zeit. Da habe ich noch einen Podcast, der muss auch irgendwann geschnitten, aufgenommen werden. Sachen wie wir treffen uns auch wieder eine Stunde. Das heißt, wieder ist der Sonntag drauf und die Freundin ist dann nicht so happy drüber. Wir haben jetzt alle vier Adventssonntage, die es gibt, war ich nicht verfügbar, weil irgendeine Produktion lief, weil irgendwas war. Ne? Die hat zwar Verständnis, aber manchmal wünscht sie sich halt auch, dass ich Zeit hätte. Und sie hat, um die Frage zu beantworten, wenig mit dem Gaming zu tun. Wir haben früher, als wir noch nicht zusammen gewohnt haben, sehr, sehr viel zusammen Dota gespielt, Dota 2. Wir sind große Dota-Fans, auch angefangen da. Mit dem Thema Zocken kann sie schon was anfangen. Ja, absolut, absolut. Sie ist ein großer Halo-Fan auch und so, aber mittlerweile zockt sie überhaupt gar nichts mehr. Und das ist auch okay, denn wenn ich dann mal vom PC wegkomme, dann habe ich da mein Gegenpol, mein Ruhepol, könnte man fast sagen. Ich werde zurück in dieses Realer, von dem alle sprechen, gezogen. Und das ist auch okay, denke ich. Ich glaube, das brauche ich das auch. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wertvoll. So halte ich so ein bisschen meine Waage, so mache ich das zumindest. Natürlich ist da manchmal schwer zu vermitteln, ey, weißt du, ich habe gerade einen Host mit 300 Leuten bekommen, ich kann jetzt nicht auf den Stream ausmachen. Sie hat zwar mittlerweile verstanden, aber Zähneknirschen wird das manchmal angenommen, weil ich verstehe es ja auch, ne? Man will das machen mit ihm oder ihr und dann sowas, ne? Das ist dann manchmal schwierig. Bin hinter aber dir? Du als Streamer weißt ja auch, was es bedeutet. Ja, ich gehe mal durch, ich mache sneaky durch die Smoke. Ich mache zu und bin in der Smoke drin. Ben. Ja, wir haben unseren Spike verloren, by the way. Ist nicht schlimm, ich habe einen Backstep. Warte, ich habe einen Play. Ich bin schon warm durch, die wissen es nicht. Ich habe einen Megaplay. Lass mich mal arbeiten. Wir holen gleich den Spike einfach wieder. Okay, Jet AFK. Jet AFK an der Base oder so ähnlich. Ah, die sind bei unserem Spike auf jeden Fall.
euch von hinten gerade gemessert. Das ist nie passiert. Okay, warte, ich mach einen 3K, Ben. Mach einen 3K, ich bin ready. Kommentier mich mal. Mach mich mal so richtig heiß. Kommentier. Crackstube, jetzt in der Mitte. Weiß ganz genau, das kann er machen. Aim-technisch ist ja ganz weit oben drüber. Den ersten hat er auch bekommen. Einiges zwar eingesteckt, aber das geht mit der Ultimate. Weiß auch, dass hinten ein Catwalk da oben steht. Ne, der ist mittlerweile nach vorne, damit konnte er nicht wissen. Das hat der Caster falsch angesagt. Das geht auf seine Kappe. Verdammt nochmal. Hast du ihn nicht heiß genug gemacht, Ben? Ja, du, ey, du, ich schwitze gerade schon. Finnische Sauna ist eher nicht so mein dabei. Jetzt sind wir aber nochmal dabei. Also, hobbytechnisch, sagst du, besonders der Ausgleich ist ja unglaublich wichtig. Was macht ihr dann so? Oder hast du noch andere Hobbys außer halt Freundin? Irgendwie. Ja, wie gesagt, Freundin, Musik. Musik früher viel in der Band gespielt. Und ja, und ich habe auch eine Zeit lang jetzt, weil auch ich so viel sitze in meinem Job, ne, du kennst es wahrscheinlich selber. Ja. Ist das für eine Rücken nicht das Optimum. Ja, und deswegen habe ich jetzt auch angefangen, vor der Pandemie bin ich tatsächlich sehr viel ins Fitnessstudio jetzt gegangen. Ich habe das früher nie gemacht. Also ich habe jetzt mit 30 angefangen oder 29, 30 bin ich das erste Mal ins Fitnessstudio in meinem Leben. Zusammen mit einem guten Kumpel haben wir uns gegenseitig ein bisschen motiviert, das hilft ja oftmals. Ja. Und wir waren es irgendwann so weit hochgetrieben, dass wir echt viermal die Woche bis fünfmal die Woche im Fitti waren. Und da waren wir auch gut im Training, kann man sagen. Hat Laune gemacht, war sogar gut und man hat erste Erfolge gesehen. Das ist dann immer sehr motivierend. Dann hat Corona gekickt. So tot. Und ich hab... Er seht. Hunters Fury hatte ich genommen. Er hat Corona gekickt und dann habe ich mir für zu Hause so eine kleine Freihandelbank besorgt und so. Und da auch viel gemacht. Aber jetzt die letzten zwei Monate tatsächlich, ich weiß nicht, wie es kam, mega eingeschlafen, wieder alles auf Null. Yay. Aber ich bin da dran und ich versuche Rückenübungen vor allen Dingen zu machen, weil durch viele Sitzen ist das echt so eine suboptimale Sache für den Rücken. Ich merke es auch. Ist ein Schwachpunkt auch. Ja, glaube ich. Können, glaube ich, ganz, ganz viele Leute, die öfters am PC sind, nachvollziehen. Ich versuche jetzt mich auch bewusst gerade hinzusetzen, weil ich das selber merke. Man, besonders wenn man länger am PC ist, so viel zum Thema Ausgleich, da verkommt man dann doch schon in die ein oder andere eher dumme Pose, wenn man das mal so sagt. Da wird man schon zum Gollum, ne, manchmal. Ja. Ja, total. Ja, und was ich auch sehr oft mache und was nicht gut ist, ich sitze auf meinen Füßen so auf. Ich knick dann den Fuß so ein und sitze dann auf meinem Fuß und wärme den so ein bisschen. Das ist überhaupt nicht gut fürs Knie. Wir haben auf jeden Fall so einen Gollum, der da komplett sich einen reinhämmert, ne, mit seiner... Ich habe hinten die Ecke extra freigelassen. Kann sein, dass der... gesmoked. Ich geh jetzt hier rein. Geh für den Plant. Ich würde sagen, das ist unsere Runde nochmal. Ja, können wir, der ist Mitte. Wir spielen diese Runde hier einfach komplett ohne zu diskutieren, zu kommunizieren. Was ich eigentlich gar nicht mag, wenn ich zocke. Das ist kurz, Step. Aber ich meine, für so ein Format und Unranked ist das wurscht egal. Nur das wollte ich auch nochmal sagen. Ich bin so einer, der, wenn er zockt, ne? Ich bin total auf Teamplay. Ich hab da voll Bock drauf. Das finde ich immer das Allerbeste. Wie geht's denn dir da, Ben, um auch mal so eine Frage an dich zu stellen? Bist du mehr so der Casual-Daddler? Ist dir das wurscht egal oder bist du auch eher auf Teamplay aus? Boah. Oder warum spielst du denn gerne Valorant? Das ist immer die Frage. Jetzt drehen wir mal das Ganze um. Das mag ich in meinen TV-Interviews, wenn auf einmal irgendein berühmter Typ interviewt wird, der auf einmal selber anfängt, den Interviewer zu interviewen. Pass auf. Ich muss selber sagen, ich hab am Anfang sehr Tryhard gespielt, hab mich aber mittlerweile bewusst dagegen entschieden, weil ich gemerkt habe, umso mehr ich so im Game drin bin, umso mehr regen mich kleine Fehler auch bei mir selber auf. Ich bin nämlich ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Ich weiß aber auch ganz genau, dass ich A zu alt bin und B mir das Talent fehlt, da so richtig reinzugehen in dieses Spiel. Ja. Und vielleicht sollte ich mir das auch mal aneignen. Und dementsprechend habe ich mir persönlich tatsächlich einen Ausgleich gesucht. Nicht mal fernab vom PC, sondern halt mit einem anderen YouTube-Kanal, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat, mich kreativ da auszuleben. Hab den jetzt in den letzten Monaten hochgezogen und merke seitdem, umso mehr ich damit mich beschäftige, umso mehr Bock habe ich wieder auf Valorant. Einfach, okay, cool. Weil es dieser Ausgleich ist, weil du einfach auf andere Gedanken kommst. Das fand ich gut. Sehr, sehr interessant für mich selber rauszufinden, dass das halt auf einmal Sinn und Zweck macht. Oh, wir haben jemanden. Ja, es wird auf jeden Fall. Also Alang war gerade immer Sober. Er hat aber 105 Minus. Kannst du machen. Sober low. Race hat kassiert, deine Runde. Easy. Nice! Er hat auf jeden Fall getroffen. Robo kommt zurück. Schade, dieser Laufweg von Phoenix. Ich hab schon, der Flick, der war schon im Ansatz zu erkennen, aber das war's dann auch schon. Egal, kriegen wir auf Verteidigerseite easy hin. Da habe ich, Max, da habe ich gar keine Zweifel, wenn ich das so sagen darf. Ich gehe mal mit Shotty vor, ganz frech. Hier auf Alang. Gebe ich aber recht, finde ich einen guten Punkt. Ich muss mir das auch manchmal eingestehen mit dem zurücknehmen, weil ich bin ein ehrgeiziger Typ. Mega ehrgeizig und zugleich ein schlechter Verlierer. Und das ist keine gute Kombination. Nein, total gar nicht.
Aber ich glaube, ich sehe das sehr, sehr oft bei Leuten, die im Internet halt, ich sag mal, zu tun haben, dass die so ein bisschen, will ich narzisstisch sagen, veranlagt sind, aber so ein bisschen in dieser Art und Weise ist es auch schon, die sich selber sehr, sehr gerne im Rampenlicht sehen, was auch okay ist, weil es halt irgendwo dieses Engagement dadurch auch ermöglicht. Aber dadurch hast du auch, wenn es halt mal nicht funktioniert, sehr, sehr viel Druck. Die kommen auf jeden Fall weh. Das kann sein. Ich würde nicht unbedingt narzisstisch, sondern eher extrovertiert sagen. Mach du erstmal den Klatsch hier klar. He's coming city, okay? I knife him. You knife him, my friend? Yes. Er knife ihn wirklich. Warte, er knife ihn wirklich. Geh, Sniper! Er knife ihn. Ja, komm, passiert. Egal, Alter, meine scheiß Nanos. Onside, onside. Under heaven, Cypher. Das schafft er. All eyes on him. Mal gucken, ob er den auch regelt. Spray Break! Unglücklich! Oh. Nein! Ach, kacke, nice ey. Try. Das wäre was Gutes gewesen, deine Economy-Nummer zu gewinnen. Ich hab's im Urin gehabt, Max. Ich sag, wie es ist. Gut, du hast leuchtet. Ja, ich. Mal gucken mal, was hier geht. Leuchtet jetzt dann nur ein bisschen besser. Okay. Ja, ist doch die zweite Runde. Ja, ich hab verpennt eben gerade beim Schnacken. Ich hab eben schon wie gesagt, Thema Ausgleich. Absolut wichtig und ich glaube, das wird auch noch in Zukunft sogar ein bisschen wichtiger, wenn du so in Richtung YouTuber, Streamer schaust, da ich das Gefühl habe, dass immer mehr Leute so ein bisschen auch den gesunden Lebensstil tatsächlich Fitness und Co. für sich entdecken. Macht einfach unglaublich viel Sinn. Meinst du also eher, dass es mehr wird als weniger? Ja. Weil die breite Masse, die jetzt nicht in unserer Gaming-Szene, sage ich mal, steckt, keinen Blick dafür hat, die sagen, ja, die verkommen ja alle vor dem Rechner, werden fetter, essen Chips und so weiter. Aber ich glaube, dass das oft nicht der Trend ist. Ne? Das ist eher so ein Klischee. Genau. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Trend, der sich jetzt komplett umkehrt zu diesem damaligen Klischee. Und da bin ich auch sehr, sehr froh drum. Mir inklusive, ich habe jetzt die letzten 3 Monate 5 Kilo abgenommen. Verdammt nochmal. Echt? Wow, nicht schlecht. Ja, du. Super. Leicht gesündere Ernährung, aber da sieht man halt, wie oft man, ich bin jetzt 4 Jahre, glaube ich, in dem Bereich, fast 5 Jahre tätig. 5 Jahre und 4 Jahre hauptberuflich. Und du merkst halt trotzdem, dass dieses Klischee sich in einigen Stellen schon behauptet. Nicht aus dem Grund, weil du es möchtest, sondern aus dem Grund, weil du halt wirklich dich in eine ganz, ganz bestimmte Richtung verlagert hast, vom Lebensstil her. Und das macht halt, wenn es zu 100% ist, auch nicht immer Lust. Ich glaube, du kennst das. Wenn man zu viel Zeit mit einer Sache verbringt, dann bist du zu hart in diesem Tunnel drinne. Ja, ich denke auch generell, egal worum es geht im Leben, das ist so auch so ein bisschen eins meiner Lebenskredo oder Weisheiten, die ich für mich selber entdeckt habe. Am Ende macht es immer die gesunde Balance aus, egal worum es geht. Also sei es beim Aufstellen der Einheiten in Age of Empire, sei es beim Essen, sei es bei, an was glaubst du, was machst du, Hobbys, Freizeit, du musst immer die Balance halten, den Ausgleich haben, mit egal was. Ying und Yang so ein bisschen. Und das klingt vielleicht ein bisschen gedroschen, aber es ist so meiner Meinung nach. Der Klassiker. Wirklich. Ich glaube, wir sollten langsam in Richtung B gehen. Ja, da ist richtig Halligalli unterwegs. Ich dachte, jetzt kommt, sollten zum Ende kommen von unserem Interview. Ja. Er sagt B gehen. Dann komme ich mal mit. Noch ein paar Runden vielleicht. Ah, kurz! Oh. Ja, kurz war das wirklich wahr. Ich komme jetzt von kurz Catwalk nach. Wo bist du? Ah, Bombe liegt hier. Los, Spike liegt hier. LOL? Okay, das wusste ich nicht. Aber okay, Phoenix wird sich auf jeden Fall selber healen müssen mit Blazing Hands. Wo waren die? Einer war auf jeden Fall, ja, wo du gerade hinguckst. Und der andere war der Main? Naja, das war unbekannt mir. Schon dick. Bist du gerade? Ich stehe jetzt hier ein bisschen offen, muss man zugeben. Ich sehe gerade deinen epileptischen Anfall. Ja, ich bin gerade. Ja, moin. Ah, das ist aber das Gute an Jet, Alter. Du hast da viele Möglichkeiten, was zu machen. 45 Sekunden noch. Ah, der zweite ist die Frage, wo der Kollege ist. Das ist ein Gamble, mit dem Messer herumzurennen. Schön mit dem Pimmel in der Hand. Ja, nicht hier rum. Da ist der zweite auch gewesen, ne? Ja, hab ihn gesehen, ja. One-Tap, Achtung. Ich sehe mir Tabbing. Noch 30 Sekunden. Der Spike ist weg. Der A gehen ist die Frage. Oder B durch. Muss ja nach oben links gegangen sein. Ne, der wird vielleicht auch B gegangen sein. Ich gamble's. Ne. Du musst B wählen. Noch 10 Sekunden. Spike platziert. Ah, okay. Ja, aber egal. Denn, ja. Das ist auch ein Update. Aber das rechts! Oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Nein. Ich habe gedacht, so viel Zeit habe ich aber auch gedacht, du wahrscheinlich auch, dass er sich irgendwo da verstecken musste. Genau, und wenn, dann hätte ich es gehört, wenn er CT reingegangen wäre, dachte ich. Wow, krass, Alter. Also das muss Time-Luck gewesen sein. Da muss er direkt wirklich... Genau, der Gegner hat nur Luck. Ich bin einfach viel zu gut eigentlich.
Schon wieder so ein Bums. Schon wieder so ein schönes Ulti gewastet. Läuft bei mir. Alter, nach dem Game brauche ich aber auch ein bisschen Ausgleich gefühlt. Egal, noch ist nicht vorbei. Ich muss sagen, bis dato haben wir jede Runde gewonnen, die wir das für das Format aufgenommen haben. Max, das war gut. An jeden Klatsch habe ich verkackt bisher, oder? Ja, aber ich war auch immer jedes Mal, außer bei Wave. Tatsächlich, wie ich mit den Radiants gespielt habe, war ich nicht Bottom-Fragger. Bei Kiki war ich ganz, ganz hart unten und jetzt gerade sieht es auch nicht besser aus. Okay, ey, schön. Weg. Ich habe die Bombe. Ja, ich komme. Ein Gegner übrig. Alter, was ist das? Ja, mach mal weiter hier. Ich organisiere mal schnell die Runde vor uns. Könnte. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Ich geh mal für den Punkt. Mitte. Ich dachte, ich hätte Mitte gehört, aber ist er nicht. Von hinten kann er auf jeden Fall nicht kommen. Ohne dass wir ihn sehen. Ja, ist Mitte. Oh, ich sehe jetzt. A, B. Hin, Mitte. Hier war der gerade. Robo kommt zurück. Ah, der wird Base sein. An der Base. Bei uns meinst du? Ne, an deren Base. If you was linked, he shouldn't be A now. He should be at the base somewhere. Yeah, top. But top Gigi was looking side. No, he can't be A actually. There we go. Schön. Max, deine Runde. Okay. Jo, danke schön. Wenn wir gerade vom Platz geredet haben, nochmal dabei. So, mal gucken, was ich jetzt kaufen kann. Aber passt auch alles. Wenn du droppen, wenn du brauchst. Nö. Ich hab keine Zeit. Drop. Hier gerade überleben darf. Ja, man merkt das so ein bisschen, ich merke das mittlerweile, dass du dich wirklich, du bist in deinem Fragenkatalog mit einem Auge und da ist das mit dem Frank nicht ganz so einfach, aber die 5 Assists sind mindestens da. Unterstützen als, der als Streamer kannst du das doch, Ben. Als Streamer kannst du mit Chat schnacken und das Game im Auge behalten. Ja. Das würde ich sehr, sehr gerne wissen. So, kommen wir mal so ein bisschen auf deine eigenen Zukunftswünsche. Wir haben jetzt Hobbys durch, wir haben jetzt das, wie du zu Valorant gekommen bist. Jetzt möchte ich gerne von dir wissen, was so 2021 deine privaten Pläne sind, vielleicht auch für den Stream und in Richtung Valorant. Oh, ist eine gute Frage. Also in erster Linie versuche ich natürlich, und das ist auch kein Geheimnis, und da will ich auch gar keinen Hehl draus machen, ich versuche den Stream natürlich auszubauen. Also jeder, der sagt, ey, ist egal, die Zuschauer zuschauen, und er würde nicht gerne mehr haben wollen, zumindest wenn er es als Vollzeitjob macht, der lügt oder weiß nicht, wovon er spricht, meiner Meinung nach. Deswegen, ich würde versuchen oder versuche meinen Stream, meinen Content, meine Reichweite auszubauen, das sagt sich natürlich mal leicht und so, wenn ich wüsste, wie es geht, würde ich es machen. Oftmals ist es auch eine Art Glückssache, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und. Das gehört auch dazu, aber vielleicht auch mal ein paar neue Wege einschlagen. Das Race heißt, ich werde mal gucken. Ne? Wo ist die? Die ist Mitte und mit, ja. Ah, ich sehe sie. Ich habe lange, ja. Also Race habe ich und die Runde auch. Ich will also versuchen, ein bisschen mehr weitere Samen zu streuen. Soll heißen, vielleicht den YouTube-Kanal mal ein bisschen zum Laufen zu bekommen. Wieder mal ein bisschen ein festeres Format auf meinem eigenen Stream reinbringen. Das heißt, an dem Montag gibt es dann den, weiß nicht, den Grind, den Rank-Grind Valorant. Am Dienstag ist vielleicht wieder ein Counter-Strike. Am Mittwoch gibt es die Talk-Runde und am Donnerstag so und so. Einfach ein bisschen festere Formate reinzubringen. Ich glaube, das ist für die Zuschauer auch wichtig. Zumal ich aktuell eher so eine gespaltene Zuschauerschaft habe. Einige wollen CS, einige wollen Valorant. Und man kann es nie allen recht machen. Außerdem ist mein großes Ziel, aus einem bestimmten Grund, den ich glaube ich aus Twitch-rechtlichen Gründen nicht nennen darf, 500 durchschnittliche Zuschauer, Subs zu bekommen und damit Unique. Daran arbeite ich jetzt schon eine Weile, das ist natürlich einfacher gesagt als getan. 500 ist eine verdammt große Zahl. Gerade für einen kleinen Streamer wie mich, wie jetzt bei mir, bei so meinen durchschnittlich vielleicht ja, 300 uniken Zuschauerzahlen. Subs. Hätte gerne mehr. Du musst ja halt trotzdem was irgendwie suchen, was als Möglichkeit dir bietet, da dich auszubauen, dich weiterzuentwickeln, ne? Ja, absolut, ja. Ich glaube, ich ziele am allermeisten erstmal gerade auf YouTube noch nebenbei ab, um da ein bisschen ein zweites Standbein aufzubauen, aber da zumindest ein paar Samen zu sehen. Und ich will generell auch viel, viel mehr mit meiner Stimme machen. Habe jetzt auch überlegt, ob GTA Roleplay eine Option wäre oder irgendwie, was Voice Acting in die Richtung angeht, irgend solche Geschichten, also oder Podcast-Geschichten, Interviews und sowas. Da habe ich immer Bock drauf. Und natürlich, wenn sich anbietet, immer wieder auch ganz gerne mal Valorant casten. Das haben wir jetzt dieses Jahr schon ein paar Mal gemacht. Bei verschiedenen Events, ich glaube, das liegt mir halbwegs und es macht Laune. Und auch da kann man die Stimme wieder einsetzen und eben auch sein Game-Knowledge. Ich wusste, dass er da ist. Schade. Nee, alles gut. Entschuldigung, kann man das alles verbinden, ne? Und also ein bisschen ausbauen auf jeden Fall, Gas geben. Und auch ehrlich sagen, wenn ich irgendwann merke, ich stagniere, ich gehe nicht vorwärts, es wird nicht mehr. Muss man ehrlich sagen, ich muss die Reißleine irgendwann ziehen, ne? Ich kann nicht ewig versuchen, der Content-Creator zu sein, der nie den Durchbruch schafft, in Anführungszeichen Durchbruch. Das ist immer eine Definitionssache auch, für wann bei einem der Durchbruch ist. Ich glaube nicht, dass ich neuer Knossi, Knossi werde. Knossi ist es, ja. Oder neuer Montana Black, der will ich auch nicht zwingend werden.
Aber du willst dir persönliche Ziele setzen und gucken, ob du die halt erreichst. Das ist halt dieses typische, genau. Ich bin nicht ehrgeizig und möchte gucken, wohin das geht für mich. Ja, genau. Und ich merke auch, dass es natürlich von Jahr zu Jahr besser wird. Aber die Ziele, die ich mir stecke, habe ich trotzdem nicht erreicht. Mhm. Oder ich habe mir zu hohe Ziele gesteckt, wie du willst. Ne? Aber das treibt mich gleichermaßen auch an. Ich glaube, das geht jedem Selbstständigen so. Oder sollte es zumindest. Ja, dieses typische, stehst du still, ist es halt ein großes Rückstand. Problem für dich. Genau. Ja, Stillstand ist Rückschritt. Ganz einfach. Wenn ich wächst, der schrumpft automatisch. Genau. Das hat man mir irgendwann mal gesagt und ich glaube, das ist auch, dass das ganz, ganz viele Streamer oder sowas antreibt mit. Kann sein, ja. Aber man muss auch, finde ich, differenzieren zwischen Streamern und Content-Creatern. Denn es gibt so viele Menschen, die sich als Streamer betiteln, also die, von denen ich sagen würde, die sind keine. Das heißt, wenn jemand einmal, zweimal, dreimal im Leben gestreamt hat, seine 20 Follower hat und sagt, ich bin Streamer, das sehe ich nicht so. Ich denke, ein Streamer ist eher dann einer, wenn er da viel Zeit investiert und Mühe investiert und nicht nur den Donation-Button am Start hat und dann ein, zweimal die Woche streamt und dann einer WhatsApp schreibt, dass er live ist. Ich finde das irgendwie strange auch manchmal. Heißt nicht, dass sie keine Daseinsberechtigung haben. Die sollen machen, wie sie Lust haben. Ist ja super, wenn jemand zum Fun das macht. Aber er sollte sich dann nicht, finde ich, als selbstständiger Content-Creator betiteln, wenn er so wenig macht. Ne? Weißt du, ich meine? Ich denke jetzt voll nach Hate, aber das sehe ich viel zu oft. Boah, und das ist dann irgendwie komisch. Ich stream privat auch ein, zweimal, also wenn es hochkommt, im Durchschnitt momentan zweimal die Woche und dann hast du so, je nachdem, was du für Spiel hast, auch noch andere, ganz andere Phasen. Und ich muss sagen, auch wenn ich die Twitch-Partnerschaft auch durch PUBG damals bekommen habe und Co., würde ich mich nicht als Streamer bezeichnen, sondern nur wirklich, wenn dann überhaupt, als Hobby-Streamer. Natürlich, ja, das ist auch okay. Das ist vollkommen okay. Ich meine, das ist auch ganz egal, wie oft man streamt, was man streamt. Ich will damit sagen, Leute, die sich einfach profilieren mit was sie nicht sind. Und davon gibt es einfach viel zu viele. Ich komme rüber, ich gehe bei Backsteppen. Ich habe gemerkt, einfach in der generellen Gaming-Szene, E-Sports-Szene, gibt es so viele Schwätzer, Blender und Leute, die ja vorgeben, jemand zu sein, der sie nicht sind. Und das finde ich immer ganz, ganz schwierig. Das fängt an von irgendwelchen Teammanagern, wo sie angeblich Manager sind, aber keine Ahnung haben, was eigentlich Menschen überhaupt bedeutet. Oder Leuten, die sich als Streamer, Content Creator, was auch immer betiteln. Und das auch nicht, ich würde auch nicht sagen, dass ich ein krasser Influencer bin oder was. Ich mache halt meinen Content, ja, und streame regelmäßig, weswegen ich mich als Streamer bezeichnen würde. Aber auf jeden Fall nicht aufgrund der Reach oder der Größe oder irgendwas, oder meinen Einfluss, den ich habe oder möchte, gerne hätte. Weißt du, was ich meine? Ja. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ah, what the hell? Ja, 144 kriegt sie. Oh, der 1,59. Na, das war unglücklich. Das hätte also ich wette, du hast auch schon in der Szene die Erfahrung gemacht mit irgendwelchen, ich sag mal, Schwätzern. Leute, die einfach sich aufblasen und oder zu tun hat, seien sie irgendwer. In Wirklichkeit ist da nichts dahinter. Habe ich so oft schon leider die Erfahrung gemacht. Leider. Ja. Weil das macht die Szene kaputt. Also es macht den Ruf kaputt auch. Wenn du mich ich muss auch selber sagen, dass sowas regt sehr, sehr stark zur Selbstreflexion an. Mich persönlich. Warum ja, mich auch. Und das finde ich auch gut. Denken andere Leute das in dem Moment über dich? Weil auf der einen Seite machst du natürlich Werbung für das Produkt oder für die Dienstleistung. Du bist ja in der Unterhaltungsindustrie irgendwo tätig. Denken das Leute von dir, dass du aufgeblasen bist oder dich aufbläst? Oder ist es wirklich so, dass du da relativ gut mit umgehst? Und ich glaube, nicht alle Leute haben diese Selbstreflexion. Da bin ich mir relativ sicher. Die Frage ist halt nur, wer nimmt das wie wahr oder ob diese Wahrnehmung dann nicht auch komplett unterschiedlich sind für verschiedene Leute. Ja, und du musst halt sagen, dass auch so eine Wahrnehmung ja auch immer eine zeitlich begrenzte Sache ist. Das heißt, wenn du einmal negativ auffällst, bist du vielleicht im Kopf bei demjenigen als der negative Idiot. Ja, du nicht bist, schöner Spray. Ein Kumpel hat es treffen gesagt. Er hat gesagt, sein Vater hat den Spruch gesagt. Er hat gesagt, du hast einen Eimer voll Milch. Ja? Ein Tropfen Pisse reicht, dass du den Eimer nicht mehr trinkst. Also die Milch. Und das stimmt. Also einmal Fehltritt und schon. Und einmal ein Fehltritt und schon bist du der Depp vom Dienst. Und das kann halt im schlimmsten Fall dann passieren, wenn gerade alle Augen auf dich gerichtet sind oder irgendwas. Und dann hast du dann bei den meisten schon verkackt. Und das kann so schnell gehen. Und das muss man auch dann differenzieren. Ich habe die zweite Chance. Das muss ich jetzt mal hervorheben. Ich habe ihn noch nie gehört. Ich finde ihn aber unglaublich zutreffend und schön. Und auch nochmal als Referenz vielleicht für viele Leute zu nehmen, die an diesem Scheideweg stehen und sagen, okay, ich weiß, dass mein Content kontrovers ist, aber ist das etwas vielleicht, was ich mir selber anschauen würde und langfristig anschauen würde und nicht dabei denken würde, ach, der Idiot, der übertreibt es jetzt langsam. Und du weißt, was ich meine. Ja, das ist die Frage. Und es ist auch mal auch eine Geschmackssache und so. Also, ich bin schon Mitte oben backsteppen. Mitte am Market ist durch. Definitiv hier. Ich bin Arsch vom Baum. Jetzt ist das Backstep-Cypher. Good step. Be quiet. Sneak. Die Komponenten erlangen. Ah, kurz, Mann. Okay, Cypher weiß Bescheid. Oh Mann, lang. Verschossen. Hier. Ah,
alles rein. Oh mein Gott. Eine lange nach Inside. Oh, von hinten. Schön. Letzter. Oh, inside and A-Long. Ja, wir zaubern. Ja, der wird nicht sitzen. Ja. Underheaven, glaube ich, war. Oh, er piekt ihn noch, mies. Wow. Aber war ein knappes Ding. Max, ja. Es war ein sehr, sehr schönes Zitat von dir nochmal zum Abschluss, muss ich dabei sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Runde, auch wenn es dieses Mal nicht geklappt hat. Wir haben vielleicht die Schlacht haben wir verloren, aber den Krieg werden wir gewinnen. Auf jeden Fall den hier um guten Content. Wenn ihr mehr von Max sehen wollt oder Frackstube, je nachdem, wie ihr ihn nennen möchtet, unten in der Videobeschreibung findet ihr da einiges. Max, auch an dich natürlich, wenn das Format hier gut läuft, würde ich mich freuen, das irgendwann mal wieder zu wiederholen. Vielleicht auch noch mit einer breiter gefächerten Thematik. Wir haben uns jetzt sehr in eine Richtung verrannt, welche ich aber sehr, sehr interessant fand, muss ich sagen. Immer gerne, immer gerne. Vielen Dank auch, dass ich hier teilnehmen durfte. Hat mir Spaß gemacht, mit dir doch immer, mein Lieber. Ein innerliches Blumenpflücken. In dem Sinne, wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne auch unten kommentieren und uns zeigen mit einem Daumen nach oben. Gerne könnt ihr auch den Kanal abonnieren, um nichts mehr in dieser Art und Weise zu verpassen. In dem Sinne, ich wünsche euch ganz, ganz schöne Feiertage. Haut rein, euer Buddy und euer Max. Tschüss.